Wir hatten ja, glaube ich, in der Veranstaltung kurz die Diskussion über den Menschenrechtsrat, der ja ein politisches Gremium ist. Aber der ist ja das Gremium der Staatengemeinschaft, die diese Rechtsakte dann zur Zeichnung und zur Ratifikation in den Staaten auflegt. Also diese rechtsverbindlichen Konventionen werden ja auch auf der globalen Ebene politisch ausgehandelt. Aber wenn es diese Einigkeit gibt, dann wird die ja eingefroren und wird als rechtsverbindliche Konvention festgehalten. Also all die Menschenrechtskonventionen sind in Deutschland durch den Bundestag, also von der Regierung unterzeichnet, vom Bundestag diskutiert, in Gesetzesform gegossen. Der Bundespräsident hat ein Gesetz ausgefertigt. Es ist innerstaatlich akzeptiertes Recht und das ist es in, wenn man die Frauenrechtskonvention zum Beispiel nimmt, in 186 Staaten dieser Erde. Ja, also das ist die Stärke, die wir da bei diesen Konventionen sehen. Wir sehen trotzdem, dass sie nicht eingehalten werden oft, weil die Sanktionsinstrumente nicht stark sind. Und da kommt es dann wieder auf uns an. Dann geht es wieder runter zur Zivilgesellschaft, die Regierungen daran erinnern muss, dass sie diese harten Regeln eigentlich eingeführt haben und sich vielleicht dann doch nicht dran halten.